Hallo, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Es ist so schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich riesig. Ah, ich muss euch noch stumm schalten, merke ich gerade. Okay. Ja, so schön, dass wir zusammen feiern. Ach, ich muss mal erst mal gucken, wer da ist. So schön. Ja, wir haben hier kurzfristig noch umdisponiert eigentlich. Wollten wir aus dem Wald senden. Hatten wir nämlich letzte Woche auch ein ganz schönes Meeting aus dem Wald. Die Ulira ist auch da, die war nämlich dabei. Aber dann hat es angefangen hier zu gewittern und jetzt sind wir drin und alles im geschützten Raum. Ja. Ja, ich habe vor, weiß ich gar nicht, glaube ich, 4 oder 5 Jahren zum ersten Mal so gedacht, das Schönste, was ich an meinem Geburtstag machen kann, ist eigentlich ein Konzert zu geben, weil das für dich ist einfach das, wofür ich hier bin und was ich mitbringe. Und dann muss es doch eigentlich an dem Tag, an dem ich geboren bin, auch in die Welt fließen. Und die letzten beiden Jahre hatten wir Retreats. Das heißt, ich habe auf dem Retreat gespielt und dieses Jahr, ja, ist es einfach möglich, dass wir alle zusammen online kommen und dass es diejenigen, die keine Zeit haben, auch nachschauen können. Das ist auch so eine wunderbare Möglichkeit. Wenngleich ich natürlich mir wünsche, dass wir alle am liebsten vor Ort zusammen sein könnten, aber bin ich doch sehr dankbar, dass es so möglich ist. An dieser Stelle. Danke, Mama, dass du mich geboren hast. Meine liebe Mama ist auch da. Und ja, ich bin heute schon also ich habe heute schon viele Tränen vergossen, aber Tränen der Dankbarkeit. Also einfach aufgrund, ja, ich bin für so vieles, für alles in meinem Leben einfach dankbar. Und ohne meine lieben, lieben Eltern wäre ich natürlich überhaupt gar nicht erst hier. Deswegen, ja, fühlt euch tief geehrt und geliebt. Ja, schön, ich möchte gerne anfangen. Dankeschön, lieber Wolfgang, für deine Grüße. Danke, Philipp, danke, Karin. Ich möchte sehr, sehr gerne anfangen. Am Geburtstag natürlich mit dem Birthday Song. Vom Album One, wenn ihr das kennt, könnt ihr natürlich mitsingen, ansonsten einfach genießen. Normalerweise sitze ich ja gerne an meinem echten Klavier, aber es ist nicht immer möglich, das Instrument mitzunehmen, wohin auch ich gerade unterwegs bin und ich bin viel unterwegs. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Reisebegleiter, der ist ganz lustig und ich habe mich sehr angefreundet damit und bin dankbar, dass ich überhaupt Tasten habe, die mich begleiten können. Also, und wenn es soundmäßig nicht ganz gut ist, also wenn es manchmal übersteuert, gebt mir gerne Bescheid, schreibt es einfach kurz in den Chat, dann kann ich nochmal runterregeln. Ja, genau. Jetzt viel Freude mit dem Birthday Song. Cannot measure to what extent your life is precious, my beautiful friend. Celebrate this day, not only today. Remember every day for what purpose you came. Being born at this time, in this age, when humanity is shaken awake, let it be a celebration of being newborn every day.
This is your birthday. What a lucky day. This is your birthday. What a blessed day. Thank both of your parents for the body they gave you and for doing the best that they were able to do. Now take care of yourself, my dear child, and don't miss a single second in life. Let it be a celebration of being newborn every day. This is your birthday. What a lucky day. This is your birthday. What a blessed day. Oh, this is your birthday. What a lucky day. This is your birthday. What a blessed day. Every day is birthday day. Every day is newborn day. Every day is your birthday. So this is your birthday. What a lucky day. This is your birthday. What a blessed day. Oh, this is your birthday. What a lucky day. This is your birthday. What a blessed day. What a lucky day, what a blessed day, what a lucky Ja, willkommen an alle, die noch dazugekommen sind und immer noch kommen welche rein. Wie schön, ich freue mich. Und es gilt für uns alle, es ist wirklich jeden Tag oder jeder Moment unser Geburtstag. Nicht nur an dem Tag, an dem wir auf dieser Erde das Licht der Welt erblickt haben, sondern wirklich, wirklich jeder Tag. Und ja, ich habe vorhin oder glaube ich, weiß nicht, ob es vorhin war oder gestern, zu meinem Liebsten habe ich gesagt, ich feiere eigentlich jeden Tag oder ich lebe eigentlich jeden Tag so, wie ich an meinem Geburtstag auch leben wollen würde. Also ich mache an meinem Geburtstag nichts Besonderes anderes als sonst auch an den Tagen, weil ich wirklich alle meine Tage, so gut ich es kann, so gestalte, als wäre es mein Geburtstag oder weil einfach jeder Moment so gelebt werden möchte und ich mein Leben so gestalte, wie ich mir das wünsche. Das heißt, ich habe an meinem Geburtstag kein Bedürfnis mehr, oh, jetzt muss ich aber mal über die Stränge schlagen oder richtig viel Kuchen essen oder keine Ahnung, ihr wisst vielleicht, was ich meine, sondern es ist einfach alles so, wie ich es auch an einem anderen Tag machen würde,
Nur ich merke, dass meine Seele noch viel näher bei mir ist an diesem Tag. Also ganz besonders so in den Geburtstag hinein. Und dann, wenn ich früh morgens aufwache und für mich in Stille sitze, dann spüre ich meine Seele noch viel, viel präsenter als an anderen Tagen. Und das ist gefühlt ein Geschenk meiner Seele an mich. Und ansonsten ist das Geschenk, was ich mir jeden Tag machen kann, den Tag so zu gestalten, möglichst so zu leben, wie ich es an meinem Geburtstag gerne tun würde. Und so schön, dass ich eben heute mit euch hier sein darf. Danke, danke, dass ihr hier seid. Ich mache weiter mit Zu den Wurzeln zurück, ein Lied von meinem Album Zu den Wurzeln zurück. Und ja, ihr dürft es einfach in euch einsaugen, genießen, die Worte, die Klänge. Ich lass mich ein auf eine Reise zurück. Zurück ins Jetzt, wo pures Sein mich entzückt. Hier kann ich fühlen, wenn mir nicht wohl ist und bang. Geborgen in mir falle ich tief und verschwinde. Zu den Wurzeln zurück, mich mit Vergangenem versöhnen, mich in die wahre Größe zum Wasser soll sie reichen, abzau auf deinen Zweigen, zu den Wurzeln zurück, mich in der Wurzel erkennen, mich nicht vom Ursprung abtrennen. Tief und wachse gen Himmel empor. Aus einer heiligen Wurzel wachsen heilige Zweige hervor. Was tief in mir wohnt, nur das ist von Dauer hält stark. Ich bin verwurzelt in meiner Seele. Mich in die Seele verlassen.
hier wohnt das ewige Glück. Was du wirklich brauchst, ist Heimkehr. Wenn du weißt, wofür du kamst, weißt du auch, wohin du gehst? Geboren in deiner Seele Land, was immer mag sein, kehr ein zu den Wurzeln zurück, dich in die Seele. Hier wohnt das ewige Glück. Hier wohnt das ewige Schön, ihr Lieben, ich möchte gerne mit euch Leg dein Herz an Mutter Erde singen. Und dazu werde ich einmal den Text hier teilen. Und zwar ist es, könnt ihr das alle sehen? Vielleicht könnt ihr einen Daumen hoch machen oder? Ja, ihr nickt, sehr gut. Genau, leg dein Herz an Mutter Erde. Ich glaube, einige von euch kennen das schon. Seid herzlich, herzlich eingeladen mitzusingen. Und um reinzukommen, lasst uns einfach erstmal den Chorus ein paar Mal wiederholen. Uns auf Mutter Erde einstimmen. Leg dein Herz an Mutter Erde, falle weich in ihren Schoß. Love.
es ablasslos. Weißt du eigentlich, dass du nicht mehr schwer tragen musst? Fühlst du eigentlich, wer unter deinen Füßen liegt? Ein großes, weises Wesen, ihr darfst du alles geben. Sie wünscht sich, dass du los, leg dein Herz an Mutter Erde, alle weich in ihren Schoß. Sie ist Mutter dir für immer, nimm dir alles ab, lass los. Fühlst du eigentlich, wovon du treu umgeben bist, die Kräfte der Natur, sie schützen, stärken, tragen dich. Öffne deine Sinne und vertraue diesem Wesen. Spür die Schwerkraft, lasse los, gib dich ihr hin. Leg dein Herz an Mutter Erde, falle weich in ihren Schoß. Sie ist Mutter dir für immer, nimm dir alles ab, lass los. Die erste Strophe. Weißt du eigentlich, dass du nicht mehr schwer tragen musst? Fühlst du eigentlich, wer unter deinen Füßen lebt? Ein großes, weises Wesen, ihr darfst dein Herz an Mutter Erde, falle weich in ihren Schoß. Sie ist Mutter dir für immer, nimm dir alles ab, lass los.
Ja, ihr Lieben, es ist einfach schöner mit einem echten Instrument. Und trotzdem bin ich einfach am Klavier zu Hause. Und ihr wisst ja wahrscheinlich so ein bisschen, dass ich total viel unterwegs bin und auch die letzten Jahre so viel unterwegs war. Und ich sehne mich ein bisschen nach einem Ort, wo ich einfach zu Hause sein kann und am liebsten so einen großen Raum, wo man Konzerte geben kann mit meinem Klavier oder einem kleinen Flügel, dass ihr mich, uns besuchen kommen könnt und ja, wir vor Ort es feiern können, gemeinsam diese wundervollen Seelenstimme-Momente. Und ja, ich streue das jetzt einfach mal so in die Welt, dass ich einen Ort suche, einen Ort brauche für mein Wirken, wo das noch mehr gedeihen kann. In letzter Zeit bin ich einfach ja, so viel am Reisen, was ja auch schön ist, aber ich muss immer alles provisorisch aufbauen, wenn ich mit euch sein möchte. Und das ist, ja, manchmal, es braucht einfach sehr viel Zeit. Und genau, ich glaube, es ist klar, langsam an der Zeit, dass etwas sich etablieren darf an einem Ort. Das heißt nicht, dass ich gar nicht mehr reisen werde, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ja, falls ihr was wisst, falls ihr was hört, falls ihr was habt, was ihr loswerden wollt, bitte gerne mich wissen lassen. Egal wo. Es wird sich zeigen, wo der richtige Ort ist. Aber einfach mal anfangen, das zu streuen. Genau. Ja, ich möchte gerne mit euch ein wundervolles Dankbarkeitslied singen. Danke dem Leben. Und es ist auch auf meinem Album Zu den Wurzeln zurück. Der Text heißt, ich habe jetzt keinen Text für euch, aber ihr könnt mir das einfach nachher nachsingen. Wir sind gesund, wir haben uns, wir lieben und wir sind. Was will man mehr? Danke dem Leben, danke der Existenz, was will man mehr? Und ich glaube, wir haben alle so viel, wir sind so reich beschenkt worden mit so wundervollen Dingen. Und wenn wir nachher singen, wir sind gesund, dann können wir uns auch einfach darauf besinnen, dass
unsere Seele, unser wahrer Kern komplett heil ist, vollkommen ist. Auch wenn vielleicht dieser Körper irgendwelche Zipperlein hat oder vielleicht auch schwerwiegendere Krankheiten. Das, was wir wirklich sind, ist gesund. Und lass uns da in diese Dankbarkeit hineingehen, dass wir im tiefsten Inneren, das, mit dem wir gekommen sind und mit dem wir von hier gehen werden, immer heil und ganz gesund ist und uns auf gesunde und vollkommene Art und Weise durch dieses Leben begleitet. Danke dem Leben.
Was will man mehr? 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 Wir sind gesund. Wir sind gesund, wir haben Not, wir lieben und wir sind. Wir sind gesund, wir haben Not, wir lieben. Was will man mehr? 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 Danke dem Leben. Danke dem Leben. Danke der Existenz. Danke dem Leben. Danke. Was will man mehr? 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 Wir sind gesund. Wir sind gesund. Wir haben Not. Wir lieben und wir sind. Dankeschön. Ja, ich möchte gerne weitermachen mit ein stilles Lied. Und das ist ein Lied, das mich schon sehr, sehr lange begleitet. Ich weiß, ich war, glaube ich, 2013. Ja, also schon über 10 Jahre ist dieses Lied mit mir. Es ist wirklich das älteste Lied, was ich immer noch spiele, weil zwischendurch gab es viele Lieder, die sind gekommen und auch wieder gegangen. Die haben sich dann irgendwann nicht mehr stimmig angefühlt.
Aber dieses Lied ist wirklich ein Dauerbegleiter und es enthält einfach so viel Wahrheit. Es wurde inspiriert von einem Lied von George Harrison von den Beatles. Und dieses Lied heißt The Inner Light und in diesem Lied heißt es: You don't have to step out of your door, you don't have to look out of your window to know all the things on earth. The farther you travel, the less you know. Und vielleicht kennt ihr das, wir gehen so gerne, immer viel sind wir im Außen mit unserer Aufmerksamkeit und suchen hier noch und gucken da noch und vielleicht kann uns das die Befriedigung bringen und vielleicht kann uns jenes glücklich machen und letzten Endes müssen wir weder aus der Haustür gehen noch aus dem Fenster schauen, weil in uns selbst können wir alles finden, alle Antworten, alles Glück der Welt. Es gibt so viele Menschen, die im Gefängnis erwacht sind und sich selbst gefunden haben, einfach weil es keinen anderen Ausweg mehr gab. Die hatten das große Glück, dass sie eingesperrt worden sind und keine Möglichkeit hatten, im Außen wieder Ablenkung zu suchen. Und ja, dieses Lied weist uns freundlich darauf hin, dass in uns alles bereits hier ist. Du musst gar nicht gehen aus der Tür. Du musst auch nicht sehen aus dem Fenster. Du kannst alles finden, jede Antwort, tiefes Wissen hier drin. Hör nur genau hin. Du musst niemand fragen, schalt dein Telefon ab. Du musst nirgends suchen, mach die Augen einfach zu. Du kannst alles finden, jede Antwort, tiefes Wissen in Ruhe. Hör nur genau zu. Was dein Herz dir erzählt, hast du selbst so gewählt. Und wie weit du auch fort willst, wie weit du auch reist, umso weniger weißt du. Über dein Herz Bescheid. Oh, hey, yeah. Oh. Erlaube der Stille, dir alles zu sagen. Erlaube dem Kind in dir, dein Herz zu befragen. Mit dir kannst du alles
gemeinsame Leben hier drin. Spür nur genau hin, was dein Herz dir erzählt. Hast es selbst so gewählt, und wie weit du auch fort willst, wie viel du auch machst, gehen die Gedanken im Kreis, weil du sie dich befreist. Ja, als nächstes teile ich gerne wieder mit euch einen Text vom wunderbaren Lied, was auch letztes Jahr zu mir gekommen ist. Es heißt O große Mutter. Und ich liebe dieses Lied sehr. So könnt ihr es, glaube ich, sehen. Genau, links, die Seele ist die Mutter, so fängt es an. Und es war so, dass in der Seelenstimme-Akademie haben wir ja so verschiedene Gruppenprogramme. Und eine Teilnehmerin aus unserer Donnerstagsgruppe Singing Sangha, sie hat irgendwie gesagt, ja, sie wünscht sich so ein Lied für dieses mütterliche Gefühl in sich selber, damit man das stärken kann. Und ob ich da nicht irgendwie ein Lied hätte. Und dann habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht, aber jetzt mal gucken, was passiert, ob das Leben inspiriert sein möchte durch ihre Anfrage sozusagen. Und dann ist dieses wunderschöne Lied dabei entstanden oder zu mir gekommen. Ich finde es sehr, sehr berührend, immer wieder, wenn ich das singe, und möchte es jetzt gerne mit euch gemeinsam singen. Die Seele ist die Mutter, die mich nährt. Sie liebt mich ohne Grenzen und findet nichts verkehrt. Ja, vielleicht singen wir einfach mal so ich weiß noch nicht, wie wir es aufteilen. Wir werden sehen. Ihr habt den Text und könnt mir gerne nachsingen. Die Seele ist die Mutter, die mich nährt. Sie liebt ohne Grenze und findet nichts verkehrt. Von vorne. Die Seele ist die Mutter, die
Mutter, du hast mich empfangen. Du hast mir eine Mutter selbst.
So schön, danke fürs Mitsingen. Auch wenn ich euch nicht hören kann, ich kann euch spüren. Ja. Ihr Lieben, ich habe ja angekündigt, dass ich mit euch noch eine Seelenstimme-Einheit machen möchte. Und ich hatte eine Umfrage geschickt, was euch denn am meisten interessiert. Und die Ergebnisse waren ganz eindeutig. Und zwar 26 Stimmen für die Stimme mit der Seele verbinden. Und dann hinter kamen dann 14 Stimmen für Selbstzweifel und Unsicherheit überwinden, 13 für Mut finden, meine Wahrheit zu sprechen, Stimmtechnik verbessern mit 10 und meine Stimme lieben lernen mit 9 Stimmen. Und das Schöne ist, wenn wir unsere Stimme mit der Seele verbinden, dann sind alle anderen Teile automatisch mit abgedeckt. Also unsere Stimmtechnik wird sich automatisch verbessern. Wir werden unsere Stimme lieben lernen. Selbstzweifel und Unsicherheit werden verschwinden und wir werden auch den Mut finden, unsere Wahrheit zu sprechen. Deswegen ist es ja eigentlich kein Wunder, oder, dass da so viele Leute dafür abgestimmt haben. Ihr habt noch viele, viele andere Wünsche auch geäußert. Es ist für mich total interessant, weil ich dann natürlich damit auch weitere Workshops gestalten kann. Heute möchte ich aber, dass wir uns wirklich fokussieren auf das, dass wir unsere Stimme mit der Seele verbinden. Und dazu lade ich euch ganz, ganz herzlich ein zu einer kleinen geführten Meditation und ganz in der Art, wie wir das bei Voice Made for More immer machen. Wir haben im Programm Voice Made for More haben wir das einmal im Monat, eine Deep Voice Session, so wird das genannt, also dass wir wirklich ganz, ganz tief quasi unsere Stimme, Entschuldigung, anbinden an die Quelle. Und auf diese Art und Weise werden wir das heute auch tun. Und dann dürft ihr einfach mal schauen, wie sich das auswirkt, was dann des Weiteren mit eurer Stimme passiert. Ihr könnt mir sehr gerne da dann auch was dazu schreiben, Feedback geben. Es dauert ja oft einfach, bis es sich entfalten kann, bis es so ein bisschen, ja, bis die Wirkung, die energetische Wirkung dann auch in der Physis ankommt. Aber manchmal kann es auch ein Klick sein und es verändert sich. Genau. Ja, dann seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen, dass wir uns jetzt einstimmen gemeinsam. Ihr könnt eine angenehme, aufrechte Sitzposition einnehmen und eure Augen schließen. Und dann mit der Aufmerksamkeit in euer Inneres hineinfallen. Dafür sind wir jetzt schon wunderbar vorbereitet. Wir haben ja schon gesungen und gelauscht in die Stille hinein, in die Energie hinein. Und ja, beobachte erst einmal deinen Atem, bis wohin er gerade fließt in deinem Körper. Und sehr, sehr gerne kannst du über den offenen Mund einatmen. Wenn du über den offenen Mund einatmest, dann ist es möglich, noch tiefer den Atem zu vertiefen, bis ins Becken hinunterzuschicken. Und dann kannst du erst einmal deinen Beckenraum mit dem Atem ausfüllen und gefühlt wirklich hier den Raum einnehmen,
tiefer und tiefer in dein Inneres hineinsinken, in deinen Urgrund, in deine Mütterlichkeit, in deine Geborgenheit hineinschmelzen, in deinem Becken. Und ganz egal, ob du jetzt einen weiblichen Körper hast oder einen männlichen Körper hast, stelle dir einfach vor, in deinem Becken ist eine Gebärmutter. Und das kannst du auch tun, wenn du ein Mann bist. In diese Gebärmutter, in diese Tiefe, Geborgenheit. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit immer tiefer hinein. So als gäbe es kein Ende. Als könntest du einfach immer nur noch tiefer und tiefer und tiefer hinein. Atme gerne weiter über den offenen Mund ein. Und jetzt langsam kommst du in eine Höhle, wo du ankommen kannst. Kommst tief in dieser inneren Höhle deiner inneren Seelengebärmutter an. Lass dich dort weich einkuscheln. Und du bleibst jetzt an diesem Ort, bleibst in dieser Seelengebärmutter. Und gleichzeitig wirfst du wie einen energetischen Faden von dort aus hinauf in deinen Kehlraum, zu deinem Kehlkopf, dort, wo deine Stimme gebildet wird, so als könntest du einen energetischen Lichtfaden aus deiner Seelengebärmutter, aus dieser Höhle, zu deiner Kehle hinauf spinnen. Und mit diesem Lichtfaden dockst du in der Mitte deines Kehlkopfes an. Und du kannst beobachten, wie sich diese Verbindung jetzt stabilisiert. Du siehst, wie entlang dieses Lichtfadens zunächst kleine Lichtkügelchen aus deiner Seelengebärmutter hinauf zum Kehlkopf, zu deiner Seelenstimme
hinaufwandern. Und diese Lichtkügelchen werden immer mehr und die Frequenz des Fließens dieser Lichtkügelchen wird immer höher. Das heißt, irgendwann siehst du nur noch einen einzigen Lichtstrom, der aus deiner Seelengebärmutter in deinen Kehlkopf strömt und auch von dort wieder zurück. Es ist ein Kreislauf. Ein Kreislauf von Energie, und allmählich verwandelt sich dieser Kreislauf in Klang. Und du bemerkst nur, ohne dass du etwas selbst tust, bemerkst du, dass deine Stimme beginnt, aus deiner Seelengebärmutter herauszutönen. Atme weiter über den offenen Mund ein und lausche den Klängen, die jetzt aus deiner Kehle fließen mögen. Bleibe dabei entspannt mit deinem Kiefer. Und während es tönt, siehst du weiterhin diesen Kreislauf des Lichts von deiner Seelengebärmutter hin zu deiner Seelenstimme. Lass deine Seelenstimme genährt und gespeist sein aus der Gebärmutter heraus. Offenen Mund einatmen und dich wieder hinunter in die Gebärmutter mit der Aufmerksamkeit bringen. Den Kiefer loslassen, die Lippen weich. Was passieren kann, ist, dass du mit deiner Aufmerksamkeit diese Verbindung verlässt. Aber die Verbindung steht. Es geht nur darum, dass du wieder dorthin zurückkehrst. Oh.
Und lass es noch 2, 3 Atemzüge weiter tönen. Ich lasse etwas Raum für deine Stimme. Und schließlich lass es ausklingen, aber nur auf der äußeren Ebene. In dir kann der Klang weiter fließen, kann diese Verbindung zwischen deiner Seelengebärmutter und deiner Seelenstimme immer aufrecht bleiben. Du siehst weiterhin diesen Strom, diesen Lichtstrom, aus der Gebärmutter hin in den Kehlkopf fließt. Und dann mache dir bewusst, dass diese Verbindung, die du heute vermeintlich hergestellt hast, schon immer besteht. Schon immer bestanden hat. Nur hast du es nicht gewusst, du hast es nicht genutzt. Es waren Unterbrechungen in deinem Bewusstsein, es waren Blockaden da. Doch indem du dich daran erinnerst, dass diese Verbindung existiert, und sie existiert, denn du konntest es gerade sehen und wahrnehmen, je mehr du dich daran erinnerst, je tiefer du dich daran erinnerst, umso einfacher wird es sein, auch in dieser Verbindung zu sprechen, immerzu in dieser Verbindung zu klingen, zu fühlen, was für dich stimmig ist. Aus deiner inneren Geborgenheit mutig zu sprechen und selbstsicher zu sein. Und fühle weiterhin diese Energie. Bleib gerne mit geschlossenen Augen, wenn wir jetzt ein weiteres Lied noch singen, ein ganz einfaches Lied, Ich bin geborgen in mir, und fühle weiterhin diese innere Geborgenheit in deiner Seelengebärmutter und wie sie zu deiner Seelenstimme hinfließt. Ich bin geborgen in mir.
Und spür mal hin, ob du weiterhin die Verbindung zwischen der Seelengebärmutter und deiner Seelenstimme wahrnehmen kannst. Mach dir ein ganz, ganz, ganz tiefes inneres Bild, eine Einprägung davon, die dich nicht mehr verlassen wird. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein letztes Lied für euch spielen. Bevor ich das spiele, möchte ich aber noch mal kurz was ankündigen. Und zwar gibt es jetzt die kommende Woche die Birthday Week. Das heißt, es wird jeden Tag ein ganz besonderes Offering geben. Und zwar per E-Mail wird es rausgesendet. Und dadurch, dass ich heute 39 Jahre jung bin, wird das Angebot immer für 39 Stunden gelten und es wird immer 39% auf eine bestimmte Sache geben und ihr dürft euch da einfach drauf freuen und euch beschenken lassen und eure E-Mails fleißig lesen nächste Woche. Genau.
Ja. Und zum Abschluss möchte ich gerne noch das Lied O Schöpferin singen. Es ist eine Interpretation des Vaterunsers, besser gesagt eine freie Übersetzung aus dem Aramäischen, aus der aramäischen Version des Vaterunsers. Und dieses Lied ist auf meinem aktuellen Album Melting into God drauf. Und ja, es soll einfach der Abschluss für heute sein. Wir können uns dann in Stille verabschieden. Ich danke euch von Herzen, dass ihr heute dabei wart. Ganz, ganz, ganz schön. Ja. Offenbare sich, lass deinen Willen mit unserem verschmelzen, auf dass Himmel und Erde sich in deiner Liebe entdecken. Gib uns Tag um Tag Nahrung für Körper und Seele. Binden, so wie wir loslassen und vergeben, was andere getan. Führe uns in der Versuchung, O Schöpferin, lass uns nicht verloren gehen, sondern befreie uns von dem, was uns zurückhält. Denn dein ist das Reich der Liebe und des Friedens, die Fülle des Lebens, das alles verschönert, und der Klang des Kosmos, der alles erneuert von Weltzeit. Weltzeit. Ich bekräftige all dies mit meinem ganzen Sein. Amen. Amen. Amen.
Namaste. Danke für eure lieben Nachrichten. Ah. Bis bald, ihr Lieben. Danke, danke. Tschüss.